Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge State of Decay mit mir, mit dem Björnsen 1 und wir sind unterwegs mit dem guten Jacob Ritter. Er hat noch ziemlich wenig Erfahrungspunkte überall, ist ein Tagträumer, Student, hat eine Wumme dabei, keine Munition, bisschen Antibiotikum, bisschen was zu futtern und einen Schlagstock. Denn wir machen uns auf die Reise und zwar, wohin geht's? Es geht nach. Infektionszeit beseitigen, ja, aber nicht mit ihm. Wir werden hier die Anschuldigung, Frage wegen der Plünderung, da werden wir uns hin auf den Weg machen. Wir haben jetzt gerade unglücklicherweise kein Auto am Start, deswegen, guck mal, ja, der gute Schlagstock wird es richten. Ich hoffe, hier unten ist irgendwo eine Karre platziert, mit der wir gleich losfahren können und wir kommen an den Zombie-Herden vorbei. Du Scheiße, da hinten warten die Jungs schon. Hier steht tatsächlich ein Auto. So, und jetzt schnell rein, Kollege. Schnell, schnell, schnell. So. Auf geht's. Auf geht's. Oh, ja, haben wir ein tolles Auto erwischt. Nichts Besonderes. Ich hoffe, die Karre hält. Wir haben einen ziemlich weiten Weg jetzt zu fahren. Müssen wir mal schauen. Ja, Freunde, ich bin wieder am Start. Ich bin frisch erholt aus dem Urlaub zurück. bin nicht mehr so drin im Spiel, aber ich denke mal, es wird sich schnell ändern. Wenn ich erstmal die ersten ein, zwei Folgen aufgenommen habe, bin ich wieder voll dabei. Ja, zwei Wochen Urlaub sind schon recht entspannt, muss ich ehrlich sagen. Ich sag nur All-Inclusive, Strand, Sommer, Sonne, was will man mehr? Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr euren Urlaub schon gehabt oder steht er noch bevor? Wenn ja, wohin? Was könnt ihr empfehlen? Wo würdet ihr nie wieder hin? Schreibt es mir einfach rein, so was bei euch so dieses Jahr alles ansteht, was ihr so vorhabt. Und ich muss jetzt mal eben schauen, die Karre qualmt schon. Ja, unglaublich, habe ich mir schon fast gedacht. Wo sind wir überhaupt? Hallo? Sind wir da? Da sind wir, ja. Ach du Schande, wir sind viel zu weit. Wir müssen einmal zurück. So, einmal kurz zurück. Ich habe irgendwie Probleme mit den Toneinstellungen, muss ich ehrlich gesagt eingestehen. Die kommen mir doch sehr leise vor. Also quasi der Ingame-Sound. Ah, komm Junge und bam. Einmal voll dagegen gematscht, der Ast rein. Ja, super. Also der Ingame-Sound kommt mir extrem leise vor. Ich muss da mal ein bisschen nachjustieren, denke ich mal. Fahren wir hier mal den guten alten Norma weiter. Warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen... Nee, also irgendwie ändert sich da auch nichts. Also muss ich mal nachschauen. Irgendwie gefällt mir der Ton nicht so recht. So, weiter geht's. Hoffentlich verpassen wir jetzt nicht hier wieder die Ausfahrt. Beziehungsweise es ist ja eine Einfahrt, die wir nehmen müssen. Und zwar geht es hier rein. So, weiter geht's. So, den regle ich ein bisschen nach. Okay. So, bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ja, auf jeden Fall eine Menge Zombies. Bam. Einmal bitte kurz alle kaputt klatschen. So, hoch in die Berge. Also ich habe euch auch noch gar nicht gesagt, wo ich dieses Jahr Urlaub gemacht habe. Ich war in der Türkei in Side, besser gesagt in Kumköy. Und ey, Freunde, astrein. Also es hat mir sehr gut gefallen. Top Anlage, Top Hotel. Super Wetter, super Service. Die Leute echt sehr zuvorkommend. Sehr gastfreundlich auch, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben auch den einen oder anderen Ausflug gemacht. Und ja, generell sehr, sehr schöner Urlaub. Also immer wieder. Also waren wir nicht hier oben schon mal? Ja, hier waren wir doch. Sind hier oben nicht die Wilkersons? Meint schon, ja. So, gehen wir mal schnell dahin. Mal schauen, was es hier gibt. Busy
We've been hearing some rumors on the CV. People out looking for supplies getting robbed, stuff like that. I see. And you're the law in this matter, are you? More like a concerned citizen. Well, your concern is noted, but we haven't had any problems here. We look after our own. And you wouldn't know anything about this, would you? Take a walk with me, will you? Let me see if I can't explain how things are. Funny thing about people, they don't much like to challenge their assumptions. So ich denke mal, me and my brother, we've done pretty well for ourselves in all this. Other folks see that, and well. So, ich denke mal, ich habe die Tonprobleme jetzt in den Griff bekommen. Hoffe ich zumindest. So, grüßen wir mal den alten Doc. Aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Wir müssen uns hier auf den Weg machen. Es ist in dem Charakter von sehr vielen Männern, zu honoren, ohne Envy. Ein Freund, der prospered. Aeschylus sagte das. Und ein envious Mann ist ein Mann, der spread rumors über seine Nachbarn. Right. Because normally gun-running moonshiners are such upstanding citizens. Because we're businessmen. It's all about seeing the long game. Rob a man, and he'll give you what he's got in his pockets. You sell him what he wants, though, what he needs, and he'll keep on coming back to give you everything he has. Aw. Did Aeschylus say that, too? Here, let's ask Mickey. Okay, fragen wir Mickey. Hier oben ist er gerade am Schnaps brennen. Und was macht er hier? Mickey, our friend here is curious if we've been stealing from our fellow survivors. Seems there are rumors to that effect. Shit. If we was, wouldn't be anybody to spread no rumors. See? Nothing to it. Now why don't you run along, and if we hear anything, you'll be the first to know. Ja, ich denke mal, er ist hier gerade nicht mehr so entspannt und ich denke mal, er will mich hier auch nicht mehr wirklich auf seinem Gebiet haben. Dann sollten wir uns vielleicht doch besser vom Acker machen hier, denke ich mal. Na ja, komm, lassen wir ihn in Ruhe und hauen hier mal ab. So. Ja, alle Karren Schrott mittlerweile, Freunde. Alles ist im Arsch hier, jede einzelne Karre, es ist unglaublich. Wieso verlasst das Gebiet? Ja, das sollten wir mal zuerst machen. Ja, aber nur weil sie qualmt, heißt das noch lange nicht, dass sie komplett kaputt ist. Wir nehmen hier noch einen Zombie mit, natürlich. Hier auch noch. Und hier schon wieder eine Zombieherde. Einmal durchfahren, bitte. Batsch. irgendwie macht das ja Bock. Also irgendwie macht das ja total Bock. Und... Bam. Nochmal und bam. So, da wartet schon die nächste. Well, Job denied it, but I'm pretty sure they know something about it at least. Perfect. Our friends and neighbors. What should we do? I think for now we just tell our runners to stay extra sharp. We don't want to antagonize the Wolfers since we don't have to. Alright, I'll let everybody know. You watch yourself out there too. So, oh nein, Alter, was war das denn? Jetzt bleib bitte nicht verkehrt rumstehen. Oh, ey. Schnell weg hier. Was war das denn? So, weiter geht's hier. Mal kurz gucken auf die Map. Also, da sind wir. Survivors who cannot reach the Marshall Municipal Courthouse should contact us on this frequency. We'll make every effort to get you an escort. Also Habseligkeiten, wo sind die denn? Ah, hier. Infektionsherd beseitigen. Fremder in Schwierigkeiten. Triff Richterin Lorten. Und hier oben andenken. Vielleicht machen wir uns jetzt mal... Ja, wollen wir jetzt hier wirklich den weiten Weg fahren? Ich denke mal, komm. Wir fahren jetzt hier rüber. I think I'll check this out next. Duly noted. So, wie sieht's generell aus bei uns von der Fitness, von der Frische und überhaupt, das ist Fitness, Geistgegenwart, Kämpfen, Schießen, Kabel, Eise. Ja. Wir machen uns auf den Weg. Ich würde aber ganz gerne ein anderes Auto nehmen. Der sieht doch noch ziemlich frisch aus, ja? So, Rainer. Perfekt, ab geht's. Jawohl. So, neues Auto, ab geht die Reise.
So. Life-size Jurassic Junction. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Also gut ausgerüstet sind wir eigentlich nicht. Ach du Scheiße, da waren sie schon wieder. Und einmal durch. Also muss man da vorne schon rechts? Ich weiß gerade nicht. Mal kurz schauen. Ach, ist noch ein weiter Weg, Freunde. Ist noch ein weiter Weg, ein weiter Weg. Den Baum mit. Ich kann ja irgendwie nicht widerstehen. Ja, ich muss ja irgendwie jeden einzelnen. Freunde, kommt es mir nur so vor, da ist der Wagen wirklich so extrem langsam. Boah, der kommt ja gar nicht aus dem Quark. Also, das ist ja eine Karre echt zum Abgewöhnen. Und die kommt ja gar nicht aus dem Arsch. Ich würde ihn ja ganz gern tauschen, aber hier stehen ja auch wiederum nur noch kaputte Autos rum. Ach, und schön in dieser Blutfarbe. Das gefällt mir sehr gut. Mission, Sam Hoffman, Andy Pims. Aber irgendwie, Freunde, habe ich heute extreme Probleme mit dem Ton hier. Also es kommt mir extrem beschissen vor, der Ton. So kratzig, so rauschig. Ja, da oben die Mission ist weg. Und das Gesetz. So, fremden Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ich muss mir das mal anhören, wenn ich diesen Part hier aufgenommen habe, weil irgendwas stimmt hier mit meinen Einstellungen nicht. Wahrscheinlich haben sich die Regler verselbstständigt während meines Urlaubs. Und das ganze Spiel generell läuft irgendwie gar nicht so. Läuft gar nicht so entspannt, wie es sonst läuft, ey. Weißt du, bist du einmal zwei Wochen im Urlaub, ne? Lässt einmal deinen Rechner alleine, lässt die komplette Hardware alleine. Sofort ist alles im Arsch. Ja, hier durch, zack. So. Kommen wir hier durch? Haha. Ah, komm. Hör doch auf, ey. Es hätte auch gepasst. Wollen wir die Bullenkarre nehmen? Ja, auf jeden Fall. Einen schönen Rambock vorne. Sicher. Sicher, sicher. Rein da, Kollege. So. So, hier müssen wir hin. Können wir hier raus? Raus können wir, aber kommen wir wieder rein? Alleine? Wir müssen wohl dahinter. Oh oh. Shit, man, I told you this was a mistake. Jack should have known better than to go off alone. You want to go home? I didn't say that. Just. You should have known better, is all. Heads up, we got a visitor. Warum habe ich das gewusst? Warum habe ich das gewusst? Komm, knüppel ihn nieder. Hey, du hast einen Schlagstock. Die haben Zähne. So. Und da hinten kommt eine Zombie-Horde. Es war so klar. So, mal schauen, wo ist denn überhaupt? Wir müssen doch hier in das Gebäude, oder? Ja, hier ist der Eingang. Klar, einmal komplett falsch rumgegangen. Logisch, logisch, logisch. Rein da. Guess we bit off a little more than we could chew. Don't suppose you'd be willing to give us a hand? Happy to help. We appreciate it. Last we heard from him, Jack should be somewhere in this vicinity. Let's get looking. So, finde den vermissten Überlebenden. All quiet here. Okay. Ja, Freunde, aber dieser Part ist erstmal beendet. Ich höre mal kurz den Ton an und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, euer Björnsen 1.